Viele Frauen wollen gern 30 Stunden arbeiten, kriegen aber nur Arbeitsverträge von 10 oder 15 Stunden. Und wir haben gleichzeitig den Fakt, dass immer mehr Leute strukturell überbeschäftigt sind. Wir kommen auch mit 40-Stunden-Woche nicht hin, sondern die Arbeit wird entgrenzt. Du nimmst noch das iPad und das iPhone mit nach Hause und machst von dort noch Arbeit. Und da ist doch völlig logisch, da brauchen wir eine neue Initiative für ein neues Normalarbeitsverhältnis, das um die 30-Stunden-Woche kreist und nicht um die 40-Stunden-Woche wie heute. Das wäre im Übrigen auch eine Arbeitszeit-Utopie, die die Gewerkschaften wieder aufnehmen können, wo die einen mehr arbeiten, die anderen weniger arbeiten. Und wir haben eine Antwort auf die Digitalisierung. Auch dort brauchen wir eine Regulierungsoffensive. Wir wollen keine Freelancer, keine Leute, die auf Minuten Apps zugreifen und davon leben müssen, sondern diese Arbeit muss stark reguliert werden. Und die Digitalisierung verstärkt eben die Tendenzen zum Dienstleistungsprekariat. Und wir haben eine Antwort auf die soziale Arbeit. Es ist doch völlig unmöglich, unter welchen Bedingungen Menschen arbeiten müssen, die in der sozialen Arbeit sind. Sie kommen hinten und vorne nicht hin in den Krankenhäusern und darüber hinaus werden sie noch schlecht bezahlt. Und deswegen sagen wir, soziale Arbeit muss dringend aufgewertet werden und personennahe Dienstleistungsarbeit. In keinem Industrieland der Welt ist der Unterschied zwischen industrieller Arbeit, der Bezahlung industrieller Arbeit und personennaher Arbeit so hoch wie bei uns. Und wir haben jetzt den Internationalen Frauenkampftag begangen, aktiv. Und bei uns in Deutschland ist die Lohndifferenz immer noch 26%. 26% verdienen die Frauen weniger. Und deswegen reicht es nicht aus zu sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir müssen sagen, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Und wir diskutieren da weniger über die Quoten in den Aufsichtsräten und in den Vorständen, die sind vielleicht auch wichtig. Aber der viel größere Skandal sind doch die Frauen, die unten stehen und die im Niedriglohnbereich sind, die alleinerziehend sind und die verarmen. Und diesen Verhältnissen müssen wir den Kampf ansagen. Und da haben wir die klaren Konzepte dazu. Und wenn ihr jetzt anguckt mit der SPD, sie greift das Arbeitslosengeld eins auf. Unzureichend ist auch ein Problem. Ich meine, nur noch ein Viertel der Erwerbslosen ist überhaupt unter Arbeitslosengeld 1. Und sie übersehen völlig, dass 3/4 in Hartz IV sind. Und Hartz IV ist und bleibt Armut per Gesetz. Und mit dem Hartz IV-Regime werden wir uns niemals arrangieren. Aber wir sagen nicht nur, was wir nicht wollen, sondern wir sagen, wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1050 Euro. Und das muss doch auch möglich sein, weil 1050 Euro definiert die Armutsgrenze in diesem Land. Und unter diese Armutsgrenze darf niemand fallen. Und natürlich geht es nicht nur darum, die Leute finanziell besser zu stellen. Wir müssen auch diese furchtbaren Sanktionen abschaffen, wo sich die Menschen vor den Jobcentern quasi nackt ausziehen müssen. Das ist entwürdigend und das wollen wir nicht. Aber natürlich haben wir auch eine Antwort. Wir wollen auch ein Beschäftigungsprogramm machen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Weil natürlich ist ein unzumutbarer Zustand, wenn es 1 Million Menschen gibt, die seit 2005 ununterbrochen in Hartz IV sind. 1 Million Menschen ununterbrochen. Und da wird doch das ganze Gerede von Fördern und Fordern zur Fass. In Wirklichkeit hat man praktisch die Menschen in die Dauerarbeitslosigkeit abgeschoben. Und auch damit finden wir uns nicht ab. Wir brauchen klare Beschäftigungsprogramme, die die Leute aus der Erwerbslosigkeit herausführt, liebe Genossinnen und Genossen. Applaus
Drittens, natürlich setzen sich diese Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt im Alter fort. Ich begrüße das sehr, dass die Gewerkschaften eine Rentenkampagne machen. Ich meine, wir leben in einem Land, wo diejenigen, die ab 2030 in Rente gehen, in aller Regel in Armutsrenten fallen. Die Hälfte der Beschäftigten bekommt gerade noch eine Rente um die 800 Euro. Knapp über der Grundsicherung. Selbst wenn sie ein ganzes Leben lang einzahlen müssen. Da sieht man erst einmal, wie das bestehende Parteienkartell praktisch die Renten und die Sozialsysteme angegriffen hat. Die sind dafür verantwortlich, dass die Menschen im Alter nicht mehr vernünftig leben können. Da wurde im Übrigen auch noch gar nichts dazu gesagt. Und wir sagen, wir brauchen zwei Säulen bei der Rente. Erstens, wir brauchen eine armutsfeste Mindestrente von 1050 Euro. Und es muss möglich sein, dass im Alter niemand unter die Armutsgrenze fällt. Gerade im Alter, wo du darauf angewiesen bist, dass du ein bisschen besser leben kannst, weil du eben nicht mehr irgendwie auf der Matratze schlafen kannst. Also gerade dort brauchen wir eine armutsfeste Mindestrente. Wir brauchen aber auch wieder die Rückkehr zum Prinzip der Lebensstandardsicherung. Und deswegen reicht es nicht aus, die Absenkung des Rentengrundsicherungsniveaus zu stoppen. Wenn es nicht gestoppt wird, geht es ja runter auf 43%. Kann sich jeder ausrechnen, was das dann ist. 43% vom Netto ungefähr. Beim Eckrentner, der 45 Jahre arbeitet. Nein, wir sagen, es darf nicht nur gestoppt werden, es muss wieder auf den alten Zustand von 53% zurückgeführt werden. Und selbst das reicht noch nicht aus, und das ist übrigens auch neu in unserem Rentenkonzept im Wahlprogramm. Wir werden auch bei 53% diejenigen Menschen nicht wirklich erfassen, die im unteren Lohnbereich sind. Diejenigen, die zwischen 1500 und 2500 Euro monatlich verdienen, die können machen, was sie wollen, die kommen durch Arbeit nicht über die 1050 Euro. Und es kann nicht angehen. Deswegen haben wir gesagt und in unser Wahlprogrammentwurf reingeschrieben, wir brauchen praktisch sowas wie eine Niedriglohnquote bei den Renten. Die Renten der Niedriglöhner müssen quasi höher bewertet werden, damit sie über die 1050 Euro kommen, wenn sie ein Leben lang arbeiten. Das ist doch das Mindeste, was wir verlangen können. Und die Rente, Schulz hat gesagt, er ist gegen die Rente erst ab 70. 67 wäre auch schon hart genug. Leute, 10% arbeiten noch ab dem 64. Lebensjahr. Es war immer schon der größte Schwindel. Die Rente ab 67 war in Wirklichkeit ein Rentenkürzungsprogramm. Und deswegen sagen wir wieder zurück auf 65. Und ich finde, Rente wird ein wichtiges Thema in diesem Wahlkampf. Und zwar auch für die Jungen. Ich meine, manchmal sagen wir junge Leute, ob ich überhaupt noch eine Rente kriege. Dann sage ich, Leute, überlegt euch mal gut, was ihr da sagt. Wenn ihr keine Rente mehr kriegt, was bedeutet denn das? Dann müsst ihr arbeiten, bis ihr sterbt. Bis zum Tod. Also die Rentenfragen sind Fragen für alle Generationen, nicht nur für die Älteren. Ganz wichtig für uns, das zu vermitteln. Viertens, was vielleicht überhaupt eines der wichtigsten Elemente unseres Wahlprogramms ist und sehr gut ausgearbeitet ist, auch im Verhältnis zu vor 4 Jahren. Katja und ich haben das mal in einem Manifest als Infrastruktursozialismus beschrieben. Das ist vielleicht ein bisschen ein kühnes Wort. Aber wir leben in einer Formation des Kapitalismus, des finanzgetriebenen Kapitalismus, der davon lebt, dass sich Reichtum, enormer Reichtum, in wenigen Händen anhäuft und konzentriert, bei gleichzeitiger öffentlicher Armut. Und die Linke sagt, wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen umverteilen, damit wir öffentlichen Wohlstand herstellen können, weil dieser Wohlstand nützt allen. Und deswegen haben wir ein Infrastrukturprogramm von 100 Milliarden Investitionsprogramm im Jahr.
in Bildung, in Gesundheit, in Erziehung, in öffentliche Infrastruktur, in öffentlichen Personennahverkehr und vieles andere mehr, weil genau das ist die Kehrseite des Sozialstaates. Wenn du einen guten Zugang zur Bildung hast, gebührenfreie Kitas bis zur Universität, wenn du eine gute gesundheitliche Versorgung hast, wenn du nicht Angst haben musst vom Alter und von dem Grad der Pflege, das wir heute haben, wenn du deine Kinder in öffentliche Einrichtungen schicken kannst und die selber gebührenfrei verwenden kannst, dann macht es einen großen Teil unseres Wohlstandes aus. Und diesen Wohlstand wollen wir herstellen, für alle einen guten Zugang zu der öffentlichen Daseinsvorsorge, liebe Genossinnen und Genossen. Das hat im Übrigen auch eine wichtige Bedeutung, weil alle diskutieren, sind 1050 Euro Transfer zu viel oder zu wenig. Aber es ist doch ein großer Unterschied, ob ich 1050 Euro Mindestsicherung habe, aber quasi einen gebührenfreien Zugang zu einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr. Ob ich kostenfreie Gesundheitsversorgung habe und nicht noch zuzahlen muss mit den Rezepten. Ob ich praktisch die öffentlichen Bäder benutzen kann und gut organisierte öffentliche Einrichtungen. Und das macht im Übrigen auch die Lebensqualität der Mittelschicht aus. Weil auch die Mittelschicht kann sich keine privaten Schulen, privaten Krankenhäuser und private Kindertagesstätten und vieles andere leisten. Und deswegen steht in unserem Zentrum, das Öffentliche muss aufgewertet werden. Und in diesen Bereichen darf es keine Privatisierung geben. Im Gegenteil, was privatisiert ist, muss wieder rekommunalisiert werden. Und wir haben das auch ein bisschen besser beziffert, unsere Kampagne 100.000 Pflegekräfte mehr. Konkrete Aussage. Wir sagen, Zehntausende von Erzieherinnen müssen ausgebildet werden. Das heißt, in diesem Bereich schaffen wir auch ein Arbeitsplatzprogramm, das tariflich und sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schafft. Und diese 100 Milliarden würden im Übrigen mindestens zur Hälfte wieder zurückkommen. Weil die Leute, die in Beschäftigung kommen, zahlen Steuern. Das Öffentliche wird aufgewertet. Die können wieder einkaufen gehen und vieles andere mehr. Also da kommt vieles wieder zurück. Deswegen ist es ja immer so eine Milchmädchenrechnung der Neoliberalen, wenn sie sagen, alles muss der Markt regeln. Der Markt regelt eben gar nichts, schon gar nicht Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Ökologie und vieles andere mehr. Und ich will noch eins sagen, in diesem Bereich müssen wir auch die Eigentumsfrage stellen. Natürlich wissen wir, dass, Katja hat es ja gestern gesagt, dass ein Bundestagswahlprogramm nicht in 4 Jahren den Sozialismus einführen kann. Würden sich manche wünschen, man tut ihn auch nicht herbeireden durch Agitation und Propaganda. Aber wir müssen schon sagen, dass die bestehenden Eigentumsverhältnisse in Widerspruch stehen zu diesem Programm. Und deswegen wollen wir eine Aufwertung öffentlichen Eigentums. Und wir wollen auch eine Aufwertung genossenschaftlichen Eigentums. Und wir wollen auch belegschaftseigene Betriebe. Ich habe jetzt gesagt, bei Opel, das ist natürlich zu spät, aber trotzdem, anstatt jetzt quasi die Standorte platt zu machen, und die werden platt gemacht durch den Verkauf, hätten wir doch können einen öffentlichen Mobilitätsbetrieb aufbauen, der sozial und ökologisch verträgliche Mobilitätskonzepte für die Zukunft entwickelt. Das wäre eine sinnvolle gesellschaftliche Aufgabe, als den Markt zu bereinigen. Und wo es am deutlichsten wird, ist beim Wohnen. Wohnen, liebe Genossinnen und Genossen, darf eben nicht Markt und Wettbewerb überlassen bleiben. Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnen muss jeder, genauso wie dass er Energie braucht und im Winter heizen muss. Und deswegen sagen wir brauchen dringend die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus, 250.000 Wohnungen im Jahr mindestens, aber das reicht uns nicht aus. Wir wollen keine Steuersparmodelle für Wohnungsinvestoren, sondern wir wollen den sozialen Wohnungsbau in öffentlicher und in genossenschaftlicher Hand. Und diese Wohnungen dürfen dann nach 15 Jahren eben nicht aus der Sozialbindung rausfallen, sondern die müssen dauerhaft in der Sozialbindung bleiben.
Und natürlich gehört zu unserem Programm auch sozial-ökologischer Umbau. Und da haben wir auch einen großen Unterschied zu den Grünen. Wir wollen keinen grün angestrichenen Kapitalismus. Der Kapitalismus macht sich immer, hat den Charakter, dass er die sozialen Kosten auf die Gesellschaft abwälzt und die ökologischen Kosten auf die Natur. Und deswegen sagen wir, wir müssen eine Produktion und eine Verteilung so machen, dass die ökologischen Kosten und Schäden gar nicht erst anfallen und nicht hinterher einen ökologischen Reparaturbetrieb aufbauen. Deswegen müssen wir steuernd in die Wirtschaft und in die Produktion eingreifen, im Übrigen auch mit klaren Forderungen zur Wirtschaftsdemokratie. Die Demokratie darf bei der Wirtschaft nicht Halt machen. Und jetzt kommt der eigentlich entscheidende Punkt, der uns am stärksten unterscheidet von SPD und Schulz. Die Frage der Finanzierung. Schulz hat ja zu zwei Gruppen nichts gesagt. Zu den Armen und zu den Reichen. Und wir müssen ganz klar sagen, wer ernsthaft soziale Gerechtigkeit in diesem Land herstellen will, der muss den Reichen und Superreichen in die Tasche greifen. Wer nicht den Mut dazu hat, macht leere Wahlversprechen. Und wir haben den Mut dazu, gesellschaftlich umzuverteilen. Und die SPD hat jetzt gesagt, an die Vermögenssteuer wollen sie nicht ran, vielleicht an die Erbschaftssteuer, Steuerschlupflöcher stopfen. Aber, liebe Genossinnen und Genossen, auch bei unserem Erbschaftssteuerkonzept kommst du mal gerade von 4 Milliarden auf 8 oder 10. Das ist nicht der Punkt, wo man wirklich die Einnahmen generiert. Der entscheidende Punkt ist die Vermögenssteuer. Und da sagen wir 5% ab 1 Million. Das heißt 50%, 50.000 Euro mehr für den Staat und für die Gesellschaft ab der 2. Million. Das würde im Übrigen 80 Milliarden jedes Jahr in die öffentlichen Kassen spülen. Und damit kann man soziale Programme finanzieren. Deswegen kommt für uns im Übrigen keine Regierungsbeteiligung in Frage, ohne Umverteilung und ohne eine vernünftige Vermögensteuer. Und bei der Steuer haben wir unser Konzept bei der Einkommensteuer auch erheblich verbessert gegenüber dem letzten Wahlprogramm. Wir sind im Übrigen die einzige Partei, die ein durchgerechnetes Steuerkonzept hat. Alle anderen Parteien haben das nicht und haben auch bewusst wie die Grünen keins vorgelegt. Wir sagen tatsächlich untere und mittlere Einkommen entlasten. Und haben wir einen Steuertarif entwickelt, der würde bedeuten, eine Verkäuferin, die 1900 Euro brutto hat, würde bei unserem Konzept 115 Euro im Monat mehr rauskriegen. Ich finde, damit kann man vor die Infostände gehen. Und ein Facharbeiter, der 3400 Euro verdient, würde bei uns sogar 200 Euro mehr rauskriegen von der Steuer. Wenn du das machst, wir können das für jede Lohngruppe sagen, wie hoch die Steuerbefreiung ist. Wir überlegen da gerade, ob man auch so ein Steuerbarometer oder sowas macht, mit dem man werben kann, wo sich die Leute so gucken können, wie viel sie dabei rausbekommen. Wenn du das aber machst, dann musst du eben auch hohe Vermögen stärker besteuern. Und unser Konzept heißt, jeder, der unter 7.100 Euro brutto verdient und weniger wie 86.000 zu versteuerndes Einkommen hat, bekommt bei uns mehr. Und alle anderen müssen mehr Steuern bezahlen. Da muss man aber immer darauf hinweisen, wenn wir den Spitzensteuersatz erhöhen, dann zahlen die nicht für das ganze Einkommen den Spitzensteuersatz, sondern eben erst ab 7.100 Euro. Also in Wirklichkeit ist der auch nur 30%. Aber wir wollen für diese Einkommen den Spitzensteuersatz auf 53% wieder erhöhen. Das war im Übrigen der Satz unter dem bekannten Sozialisten Helmut Kohl. Also das können wir, glaube ich, gut wieder machen. Und ab 260.000 Euro, das dürfte nicht so unbedingt unser Kernklientel sein, wollen wir 60%.
und ab 1 Million 75%. Weil ab 1 Million hört es auf, dass es irgendwas mit Leistung zu tun hat. Ich meine, der Typ von SAP bekommt 15,6 Millionen Euro Managergehalt. Winterkorn, der einen Konzern an die Wand gefahren hat, 17 Millionen. Ich finde, keiner leistet das 200-fache eines ganz normalen Arbeiters. Und deswegen sagen wir, wir brauchen auch Höchstgrenzen. Das 20-fache des durchschnittlichen Einkommens in einer Firma reicht vollkommen als Höchstgehalt aus. Auch das ist schon schwer mit Leistung zu vermitteln. Und ihr müsst einmal ein bisschen sehen, diese Leute, die kennen ja keine Grenzen. Der Winterkorn, der bekommt nicht nur 17 Millionen, der hat auch noch 3.000 Euro Rente. Am Tag. Am Tag. Das ist aber noch nicht genug. Die sind ja alle gewohnt, dass sie immer zum Essen eingeladen werden, dass ihre Urlaubsreisen finanziert werden, dass sie ihre Dienstwohnungen bekommen. Nein, er kann nicht einmal von diesem bescheidenen Gehalt, das er hat, die Heizung für seinen Keuteich finanzieren. Auch das muss noch die Firma machen. Also diese Leute kennen keine Scham. Und es wäre sehr zu wünschen, dass die, die unten sind und immer gern auf die Hartz-IV-Bezieher gucken und schimpfen, die müssten doch mal nach oben gucken. Das ist linke Politik, dass man nach oben guckt. Und natürlich, letzter Punkt, Frieden. Ihr dürft nicht denken, dass die Zahlen hier falsch sind. Ich glaube auch nicht, dass man die Bedeutung eines Themas dadurch zementiert, dass man es an erster oder letzter Stelle des Programms hat. Unser Programm muss ja eine Logik haben. Und es fängt nicht umsonst mit der Arbeit an. Und das empfinden die Leute auch als wichtige Voraussetzung ihres Lebens. Aber die Linke muss natürlich völlig offensiv sagen, wir sind die Friedenspartei in diesem Lande. Und die Linke steht ganz klar auf zwei Beinen. Wir stehen auf dem Bein soziale Gerechtigkeit und auf dem Bein Frieden. Wenn man eines davon umschlägt, dann stehen wir nicht mehr lange. Und deswegen ist der Frieden und ist die Frage Auslandseinsätze oder Kampfeinsätze der Bundeswehr, das sind für uns nicht verhandelbare Haltelinien, liebe Genossinnen und Genossen. Schon gar nicht, wo wir doch in allen diesen Fragen Recht behalten haben. Die ganzen Kriegsabenteuer in Afghanistan, in Syrien, was haben sie denn gemacht? Sie haben nirgendwo Demokratie und Frieden gebracht, überall großes Unheil angerichtet und sie sind heute die hauptsächlichste Fluchtursache. Wer Fluchtursachen bekämpfen will, der muss endlich den Krieg bekämpfen und für Frieden in dieser Welt sorgen. Alles andere hat keine Perspektive. Und ich habe mal flapsig gesagt, Gabriel kann ja jetzt alle diese Länder besuchen als Außenminister, an die er die vielen Waffen geliefert hat. Und mit eigenen Augen angucken, was man damit anrichtet. Und deswegen bleiben wir dabei, Stopp mit Waffenexporten. Das ist eine klare Position der Linken in diesem Land. Also wir haben programmatisch einiges anzubieten, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Im Gegenteil, damit können wir doch rausgehen in die Infostände, an die Bevölkerung ran und gucken, dass wir offensiv werden. Und das hat Katja gestern ganz richtig gesagt, wir brauchen doch jetzt nicht so sauertöpfisch daherzukommen und uns darüber zu ärgern, dass die SPD wieder soziale Themen besetzt, sondern wir müssen das treiben. Wir müssen sagen, wir haben die Konzepte dafür und das können wir auch beweisen. Wir können euch ausrechnen, wie eure Rente aussieht, wie eure Steuerermäßigung aussieht. Wir können euch sagen, wie der öffentliche Bereich organisiert wird. Lasst uns das machen, dann werden wir diese Wahl auch gewinnen. Und lasst mich noch ein bisschen was zur Wahlstrategie sagen. Wir haben drei wichtige Wählergruppen. Das eine, da sind wir wirklich stolz drauf, hat Steffen ja auch gerade dargestellt, wir haben einen Zuwachs von jungen Leuten, oft akademisch gebildet.
in den urbanen Zentren und in den Universitätsstädten. Dort haben wir im Übrigen unseren Wähleranteil seit der Gründung der Linken verdoppelt. Und das spüren wir im Übrigen auch bei den Mitgliedseintritten. Ganz viele junge Leute, die Hälfte unserer Eintritte, die so hoch waren wie noch nie, sind unter 35. Leute, das bedeutet doch, die Linke gewinnt die Jugend und die Linke ist damit eine Partei der Zukunft. Da können wir doch stolz drauf sein. Und diese Leute kommen im Übrigen zu uns aus vielen Gründen, aber einer ist ganz klar. Sie wollen eine klare Haltung gegen Rechtspopulismus und Rassismus haben. Und sie wollen eine klare Haltung haben gegen Fremdenfeindlichkeit. Und deswegen bleibt es dabei, gegenüber AfD und Rechtspopulismus muss die Linke eine klare Haltung einnehmen und sie muss klare Kante zeigen. Da darf sie in keiner Weise, in irgendeiner Form aufgeweicht sein, weil da muss man überall in der Gesellschaft dagegen halten. Wer, wenn nicht wir, soll denn das bitte schön machen, wenn es rassistische Sprüche gibt, wenn es rassistische Tendenzen gibt in den Betrieben, in der Gesellschaft? Unsere Leute müssen dagegen gehalten, dass wir keine Kultur des Rechtspopulismus bekommen in diesem Land. Und natürlich kommen die jungen Leute auch aus sozialen Gründen, weil es ist nicht so, dass du mit einem Studium automatisch zur gehobenen Mittelschicht heute gehörst. Sondern sind oft, wird es das Dienstleistungsprekariat mit befristeten Verträgen und vielem anderen. Also ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben. Da können wir noch mehr machen, da können wir noch mehr dazu gewinnen. Das macht übrigens Schulz ganz geschickt. Der hat klare Kante gezeigt gegen die AfD. Im Übrigen auch klar für Weltoffenheit, für offene Grenzen, da sind nicht aufgesprochen, aber für Europa. Das wollen junge Leute eher. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Dinge nicht durcheinander bringen, dass unsere EU-Kritik, die völlig berechtigt ist, nicht verwechselt wird mit Nationalismus. Wäre ein großer Fehler, glaube ich. Die zweite Gruppe sind die Menschen in sozialen Brennpunkten. Auch da habt ihr gesehen, da sind wir überdurchschnittlich. Auch wenn uns dort die AfD was weggenommen hat. Und dort müssen wir die Leute wieder zurückholen. Weil es ist doch völlig klar, weder die AfD noch die SPD hat bisher für diese Leute irgendwas zu bieten. Also wenn jemand was zu bieten hat gegen Armut und Kinderarmut und zur Lage von Menschen, denen es nicht gut geht in diesem Land, dann ist es die Linke. Und das müssen wir vermitteln. Und da müssen wir einfach auch unsere Formen der Ansprache etwas ändern. Es ist doch völlig klar, bei den Leuten ist ganz stark das Bewusstsein da, alle kommen zu uns, alle reden jetzt über die Flüchtlinge zeitlang, niemand redet über uns. Und da müssen wir zu den Leuten hingehen. Deswegen haben wir dieses Konzept der Haustürbesuche entwickelt. Es ist genau gedacht für unsere Hochburgen, für soziale Brennpunkte, dort mit den Leuten reden. Und reden heißt nach diesem Konzept des Canvassing 70% zuhören, 30% selber reden. Es ist nicht verwunderlich, dass es viele unserer Genossen umgekehrt machen. Es kann man aber lernen. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind durch die Bank positiv. Die Leute sind froh, wenn jemand zu ihnen kommt, ihnen zuhört und mit ihnen redet. Und die Ängste, wir wollen doch keine Zeugen Jehovas sein und von Tür zu Tür gehen, sind wirklich unberechtigt. Es gibt einen guten Film mit Katja, die das selber in Dresden in einem sozialen Brennpunkt gemacht hat. Sobald die Leute von uns machen, kommen Sie alle positiv gestimmt wieder zurück. Und das wird ganz wichtig für den Bundestagswahlkampf. Wir müssen die Leute in den sozialen Brennpunkten mobilisieren mit unseren Positionen, aber auch indem wir zu ihnen hingehen. Im Osten hat man doch Erfahrung als Kümmererpartei. Es heißt, nah bei den Leuten zu sein, nicht über die Leute zu reden, sondern mit den Leuten zu reden, in die sozialen Brennpunkte reingehen. Ich war in Duisburg-Marxlohe. Das ist ein... wo ist er denn da? Kreisvorsitzende von Duisburg hinten. Ja, das war eine irre Erfahrung. Leute, dort wurde 40 Jahre nicht kein Pfennig mehr in die Hand genommen, kein Cent. Da kannst du manchmal in ein Entwicklungsland gehen. Es sieht ähnlich aus. Und dort regiert seit Jahrzehnten die SPD. In diese Bereiche reingehen und die Leute davon überzeugen, dass die Linke für sie die richtige Partei ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann haben wir
Und dann haben wir eben diese ganz wichtige Gruppe, die gerade angesprochen ist, der ganz normalen Lohnabhängigen. Und die lassen wir uns doch nicht von der SPD streitig machen. Wir hatten die Konzepte zur Pflege, zur sozialen Arbeit, gegen das Lohndumping, für ein neues Normalarbeitsverhältnis. Da können wir doch hingehen zu den Beschäftigten und sagen, wir haben die Konzepte für euch und wir kämpfen mit euch zusammen. Wer ist denn bei den Streiks? Ich war jetzt gestern beim Flughafen, das war super, 800 Leute im Niedriglohnbereich, da hat man gesehen, welche Verheerungen die Liberalisierung dort angenommen hat. Und wir waren an der Seite der Streikenden. Und das muss völlig klar sein, wir sind an der Seite der Lohnabhängigen, die für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen haben wir auch diese Kampagne aufgesetzt. Diese Kampagne mit Schwerpunkt jetzt gerade Pflege und Gesundheit. Wir reden ja seit Aribot alle wieder über die Arbeiterklasse. Ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn man über die Arbeiterklasse redet. Die war noch nie so groß wie heute. Aber sie ist nicht mehr wie in den 20er Jahren. Wir haben noch 2,7 Millionen Beschäftigte in der Automobilindustrie plus Zulieferer. Wir haben aber 6 Millionen Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Altenpflege. Und das sind auch alles Lohnabhängige, die nur vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben und von sonst nichts anderem. Also wir müssen quasi der anderen Zusammensetzung der Arbeiterklasse auch Rechnung tragen. Und wir haben gesagt, deswegen versuchen wir doch mal in einer wichtigen Branche, nicht die anderen weglassen oder vernachlässigen, wir gehen auch vor VW und vor Daimler und vom Maschinenbau und zum Flughafen, aber mal in einer Branche etwas mehr tun, die eine große Nähe zu den politischen Entscheidungen hat, in der viele Frauen in prekärer Arbeit arbeiten müssen, in der die soziale Arbeit unterbewertet ist. Und lasst uns dort durch unsere Arbeit sowas wie eine politische Vertretung dieser Beschäftigten werden. Und ich glaube, dass was wir da bisher gemacht haben, auch schon erste Erfolge zeigt. Das merkt man, wenn man vors Krankenhaus geht. Wir waren jetzt dort am Frauentag. Da wird man schon angenehm empfangen. Und die Leute merken, dass die Linke was für sie tut. Und unsere Sachen sind da auch sehr, sehr gut angekommen. Also wir überlassen definitiv das Feld der Lohnabhängigen nicht der SPD und schon gar nicht der CDU, sondern da sind wir die richtigen Ansprechpartner. Und dazu gehört natürlich auch die Verankerung in den Gewerkschaften. Ich war jetzt beim DGB-Bundesvorstand, da hat der Vorsitzende, der hat es aber gar nicht freundlich gemeint, das DGB, gesagt, ihr Linken habt ja quasi zu 100% unser Programm abgebildet und überholt uns sogar noch links. Ich habe dann gesagt, das schadet überhaupt nichts, wenn es eine Partei in diesem Land gibt, die den DGB links überholt. Also, das kann ihn nur stärken. Also, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt heißt es, jetzt beginnt die heiße Phase der Landtagswahlkämpfe. Saarland, Schleswig-Holstein, NRW. Dort wollen wir einen großen Erfolg haben. Wäre natürlich super, wenn es im Saarland Rot-Rot gibt. Die Grünen können wir dort auch gerne verzichten. Wir beginnen jetzt ab dieser Kreiskonferenz mit der Mobilisierung unserer Partei für den Bundestagswahlkampf. Der beginnt nicht erst im August oder September, sondern wir brauchen einen richtigen Vorwahlkampf, wo die Leute sagen, ihr kommt nicht nur mit euren Infoständen, Hausbesuchen, mit eurer Arbeit in sozialen Brennpunkten, wenn gerade wieder Wahlen sind. Man sieht euch auch sonst auf der Straße. Sprich, jetzt müssen wir auf die Straße gehen und uns den Leuten zeigen und die Voraussetzungen machen für einen guten Wahlkampf. Dazu gehört auch linksaktiv. Linksaktiv ist das, wo wir Leute aktivieren, unsere eigenen Mitglieder, die angerufen werden, die für uns irgendwas machen. Broschüren verteilen, Flugblätter stecken oder mal vor einen Infostand gehen oder in der Nachbarschaft was machen. Dazu gehören im Übrigen auch Leute, die wir ansprechen wollen, die gar nicht in der Partei sind. Auch über die Kampagnen sammeln wir doch Interessen. Es gibt eben nicht nur Menschen, die gleich in eine Partei eintreten, aber die sagen, ich will euch unterstützen im Wahlkampf. Die müssen wir offensiv ansprechen, die Adressen sammeln von diesen Leuten
und sie dann in den Wahlkampf und in unsere ganze Arbeit einbeziehen. Und zwar so, dass es nicht quälend ist, sondern dass man spürt, das kann auch Spaß machen. Also lasst uns links aktiv stärken. Das ist ein ganz wichtiges Instrument unserer Parteiarbeit. Und lasst uns neue Leute gewinnen. Wir haben da gerade wirklich eine gute Chance. Als Reaktion auf die Rechten wissen viele, ernsthafte Politik gegen rechts kann man nur mit links machen. Und die Leute, die so denken und die da ansprechbar sind, die müssen wir ansprechen und mobilisieren für unsere Kampagnen, für unsere ganze Arbeit. Und Wahlkampf ist eben nicht nur ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Das wollen wir auf alle Fälle. Wir brauchen auch gar nichts zurücknehmen mit zweistellig. Aber es heißt auch Parteiaufbau. Das heißt eben auch neue Leute ansprechen, sie zu gewinnen, sie für unsere Partei zu interessieren und zu sagen, wenn wir was verändern wollen in diesem Land, müssen wir die politischen Verhältnisse nach links rücken. Lasst uns diese wichtige Aufgabe jetzt mit großem Engagement, aber auch mit großer Lust angehen. Wir müssen den Leuten zeigen, die Linke hat Lust auf Veränderung in diesem Land. Wir wollen die Verhältnisse nicht so lassen, wie sie sind. Karl Marx hat mal gesagt, wir wollen die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Lasst uns die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.